Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Die Korndiebe haben wir soweit ausgeschaltet, dahinter ist noch eine Höhle. Die wollte ich mir gleich mal angucken. Ja, ist klar. Hier ist klar. Komm her. Da! Ah. Mistviech, ey. Fahr doch bitte zur Hölle. Ich glaube auch, die Snapper kann man im Nahkampf besiegen. One-on-one, aber nur one-on-one. Weil man ungefähr vorhersehen kann, wenn man raufgehen soll und wann nicht. Man muss sich immer so einen Zeitpunkt zwischen den Attacken raussuchen, wo man dann zuschlägt. Ja, wenn man hier wartet, wenn man nicht wartet und direkt immer drauf geht, dann trifft er den dann immer. Trifft er mich dann immer. Und das ist halt eine ungünstige Situation dann. Keine Ahnung, was hier sein soll. Die Banditen haben hier halt direkt, ich sag mal Banditen, die Korndiebe haben hier halt direkt ihre Höhle vor, ihre Behausung vorgesetzt. Frage ist, wie sinnvoll das war. Eigentlich müssten die davor wirklich kontrolliert haben, ist das jetzt eine gefährliche Höhle oder nicht? Alles andere wäre ganz schön dumm. Nicht geladen. Wow, jetzt habe ich geladen. Ich habe jetzt tatsächlich geladen. Das habe ich geladen. Nichts habe ich geladen. Ist doch ätzend. Das hätte gar nicht möglich sein sollen. Da muss man doch drauf achten. Deswegen mache ich auch immer nicht schnell laden und schnell speichern, weil ich dann immer irgendwann diese Knöpfe verwechsel und dann will ich schnell speichern und dann mache ich schnell laden und dann geht mir auch was flöten. Ne? Also das ist ja. Gut, dass ich direkt vor der vor der Höhle gespeichert habe. Ich habe jetzt nichts verpasst. Ja, leck noch mal ein bisschen, um meine Stimmung noch mal ein bisschen aufzubessern. Ja, übrigens, der Tipp, dass man Sachen einsammeln kann ohne die nervige Animation, wenn man schleicht, das ist übrigens sehr nützlich. Ich hatte es tatsächlich vergessen. Das riecht nach Ärger hier, Leute. Das sind Minecrawler. Zu schwer. Mein Corner. Aber warum nicht? Ich kümmere mich um diese Höhle. Mein Corner sind jetzt nicht. Ja, klar. Riesengroß. Und trotzdem schaffe ich es, dieses Viech zu verfehlen. Oh. Es wird übrigens gerade dunkel. Meine Ausdauer ist auch schon wieder alle. Ja, nochmal ein Wasser trinken. Ich gehe auch mit dem Sprinten zu inflationär um. Jetzt zum Beispiel zuckt
hat's mich in der Hand, eben mal kurz auf Sprint zu drücken, um hier schneller lang zu kommen. Wieder verfehlt. Keine Ahnung, wo da der Kopf endet und beginnt. Die lassen sich ganz schön schnell im Stich hier. Die Höhle ist übrigens gigantisch. Keine Ahnung, was hier auf uns zukommt. Oh, Skelette auch noch. Und Skelette sind immun gegen Pfeile, glaube ich. Das war knapp. Das war knapp. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gerade so einen kurzen Flashback, weil ich weiß, ich war ja damals, bin ich auch hier hingekommen. Ja? Also ich weiß, dass ich damals, als ich das erste Mal versucht habe zu Let's Playen, auch an dieser Stelle war und auch in dieser Höhle war. Ich hatte das nur vergessen. Und ich erinnere mich grob, dass ich auch Probleme mit den Skeletten hatte. Und dann hier nicht weitergemacht habe, weil ich nicht gegen die Skelette angekommen bin, weil ich halt im Nahkampf zu schlecht war. Ja, genau, und so ist es auch. Ja, brauche ich nicht, ich habe gerade schon gespeichert. Na los! Meine Güte. Ja, aber deswegen kommen wir hier einfach nicht weiter. Also. Deswegen. Ich meine, ich kann das nochmal versuchen. Auch wieder einer. Vielleicht funktioniert so. Ich weiß es nicht. Solange die einzeln kommen, ist es ja machbar. Wieso funktioniert das jetzt gerade nicht mehr?
ist der Kopf abgeflogen. Oh, das war, fand ich lustig. Ja, keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir das ja. Einzeln sind die machbar. Es sind zwei da. Sehr schön. Das Problem ist, der hat diesmal ein Schild. In dem Sinne dann doch nicht gestört. Es sind 200 Erfahrungspunkte jeweils. Also 200 Erfahrungspunkte. Das ist eine Elite-Ork. Also anscheinend sind Skelette schon höheres Tier. Aber da hinten sind irgendwelche Gargoyles, WTF. Kommen wieder zwei. Mist. Oh. Unschön. Ich versuch's. Aber jetzt ist die Chance, das zu bestehen, eher gering. Das habe ich mir gedacht. Also von den Kampfmoves machen sie genau das gleiche wie lebende NPCs. Ja, also diese Kämpfe gegen diese Skelette unterscheiden sich nicht in den Duellen gegen die Orks oder die Orksöldner. Ja, das ist... Es kommt noch einer. Ja. Ja, klar. Erster Treffer geht an dich, mein Freund. Oh. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Der darf mich nicht mit diesem Stechhieb treffen. Das geht nicht. Dann ist vorbei. Weil dann bin ich für eine Sekunde außer Gefecht. Das heißt, er hat einen Free-Hit auf mich. Und dann... Jetzt ist auch noch einer gekommen. Einer ohne Schild. Na komm. Denn gleichzeitig ist dieser... Dieser Stechhieb ist nämlich auch gleichzeitig eine Chance. Denn immer wenn er diese Komboschläge macht, dann treffe ich danach. Weil er danach in seiner Verteidigung geschwächt ist. Und ja, das muss ich ausnutzen. Na gut. Liebe Leute,
Dann beende ich den Part an dieser Stelle. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und dann werden wir uns hier weiter in dieser Höhle umgucken. Ich bin wirklich gespannt, was hier auf uns zukommt. Macht's gut, bis dahin. Ciao.